Wir waren bei meiner Tante. Ich habe Vater eine kleine Überraschung organisiert. Mal gucken, wie er darauf reagiert. Maça gidiyoruz. Und wir sind nicht alleine. Kinder. Siehst du gleich. Da 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 da. Was geht? Mit dem oder was? Mit dem. Wir gehen zum Galaspiel mit einem Trabzon. Ja. Hallo. Ricardi. Hallo. Bäckle. Freunde, was geht ab? Wir sind wieder in Istanbul. Wir gehen heute zum Galaspiel gegen Trabzon. Das Wetter spielt aber leider heute nicht mit. Wir werden trotzdem das Beste daraus machen. How can I get to tag team? Taxi Square? Yes. How can I get to tag team? Was hast du da an? Als ein Trabzon-Fan werden wir ihn heute zum Gala-Fan machen. Hallo! Hallo! Wenn ihr schon mal ein Taxi seid, da kommt ihr nach Nevizade, um euch warm zu machen für das Spiel. Kommt mit, wir gehen rein. Hier geht's ab, hier geht's ab. In jedem Café läuft es anders ab. Aber alle sind für Gala. Die Straßen sind Gala. Angekommen. Schaut euch die Stimmung an, ist einfach geil, obwohl wir so ein schlechtes Wetter haben, geht's hier voll ab. Wir nehmen euch jetzt mit rein, kommt mit. Galatasaray sevgisi sürecek sonsuz ateş.
dem Spiel haben wir Hunger. Hinter mir sieht der Galata-Kulisse. Und gegenüber findet ihr wieder Nusret. Ein Istanbul-Besuch ohne ein Nusret-Burger ist kein Istanbul-Besuch. Adamı delirtme! Mein Burger ist da. Mein Burger ist da. Oh! Kommt ein Riesenbiss. Wie immer, 1A, ein saftiger Burger mit Pommes. Darf ich auch mal reden? Jetzt kommt mein Burger. Mein Burger, Baguette. Zeit. Mann, hier geht es, hier geht es, hier geht es. Hier geht es, hier. Oh mein Gott, diese Käse, gell? Total. Bibi. Hallo. Ciao. Oh. Hier. Hier, das. Schön, noch Paprika, Käse. Unglaublich lecker. Und wieso ist dann leider schwarz? Noch ein Spot hier, Liana Café. Ihr müsst hier San Sebastian probieren. Am besten mit Lotus, das ist mein Favorit. Kommt mit. Wir haben uns super Plätze ergattert. Ich zeige euch jetzt noch Trick 17 hier beim Liana Café. Und zwar geht dann an den Fensterplatz. Gib mal Sandy Bro. Und ihr habt eine mega Aussicht hier zum Galata-Turm. Einfach nur mega. Ein super Instagram-Spot. Unser Cheesecake ist da, San Sebastian. Es gibt eine Regel, dass man von oben nach unten die Schokolade mit dem Kuchen gleitet. Mmh. Dann haben wir hier noch Lotus. Mmh. Wir lassen uns hier jetzt gut gehen. Es ist ein super Spot, auch für die ganzen Instagramer unter euch. Könnt ihr super Fotos machen. Schaut doch gerne mal bei uns auch bei Instagram vorbei. Abonniert uns auf Instagram, abonniert uns auf YouTube. Wir freuen uns drauf und wir sehen uns später. Eine Ewigkeit später. So Freunde, wir sind in Nilhan Sultan Köşke. Das ist einer meiner Lieblingsorte. Die Besitzerin kommt von der Generation Sultan Abdulhamid Han. Das ist eine original osmanische Küche. Wir sind heute hier zum Frühstücken. Die Hauptspeisen sind auch eigentlich ziemlich lecker. Wir wollen danach noch mal shoppen gehen. Ein kurzer Einblick vom Frühstück werde ich euch gleich einblenden. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier einen Besuch zu machen. Diese Orte sind nämlich sehr authentisch und ihr könnt auch hier eine kostenlose Führung bekommen. Wir genießen jetzt die Zeit. Das Wetter spielt leider nicht mit, aber wir haben ein Gläschen Tee bei dem Wetter mit dem Ausblick und genießen jetzt unser Frühstück. So, wir trinken jetzt noch unseren Kaffee. Das ist ein ganz besonderer türkischer Kaffee. Das wird von der osmanischen Rezeptur gemacht. Dann haben wir hier noch Wasser mit Rosengeschmack und ein Lokum. Wir lassen uns jetzt gut gehen, trinken unser Käffchen. Richtig lecker. Also dieser Laden ist wirklich eine 10 von 10. Ich kann es nur weiterempfehlen, vertraut mir, schmeckt hier alles sehr gut, Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auch. Wir werden gleich nochmal eine Rundtour hier machen und zeigen euch, wie es hier drinnen auch aussieht. Es ist authentisch, das Personal ist sehr nett, es gefällt uns hier sehr, auch unseren Freunden, die wir heute dabei haben. Komm rein, hier riecht es nach Rosenduft, durch diesen Brunnen kommt ein schöner Rosenduft in Erscheinung. Wo ist das? Sarnıç Salonu, ne?
19. yüzyılın sonuna kadar neredeyse burası sarnıç olarak kullanılmış. Yani burada su biriktirilip etraftaki köşk ve yalılara buradan su veriliyor. Gördüğünüz pencereler sonradan revize edilmiş. Sultan Efendi burayı dekore ederken eski ve yeniyi meç etmek istedi. Sağ ucun içine sürüyor, kelin işaret getiriyor, saraydan çıkıp camiye gidiyor. Bu bir seremoni, cuma selamlığı. Halk iki yana toplanıyor. İşte bizim genel bir nümayişimiz var. Padişahın çok yaşa diye alkışlıyorlar. Ama saraydan bir münadi, yani görevli her böyle dendiğinde mağrur olma, padişahım senden büyük Allah var diyor. Bakın burası böyle konservasyon yapıldı. Eski Türk hamamı. Burası eski köşkken kullanılmış ama konservasyon yapıldı. Böyle konularak üstüne klozetler eklendi. Yabancılar beğeniyor çok. Türkler de tabii beğeniyor. Böyle bir sistem. Ama bu dişte gördükleriniz yeni Marmara mermeri, kaliteli, lekesiz Marmara mermeri. İslam dönemi sanatı, yani küfi yazı dediğimiz, küfi köşeli yazıyla yazılmış geometrik bir desen zannediyorlar ama burada Bismillah yazıyor. B, S, M, E, Allah. Bismillah yazmak da çok modern bir yorum bu. Burada da mescitlerimiz var, bay ve bayan. Arkada abdest yerleri var. Es gibi ein ganz besonderen Raum noch rein. Buranın adı Cemiyet Salonu. Hanefi Kraliyet ailesini ağırladık. Irak bakanlarını ağırladık son. Ben protokoldeyim zaten. Ondan sonra yani bayağı bir güzel yemekler oldu. Yemeklerimiz de çok tarihi, saray yemekleri. Üstte iki yerimiz var. Ben size göstereyim. Hava muhalefeti. Seyir terası anlamında. Buraya geçtiğinizde manzara böyle çapraz, bakın ağacın oradan ben göstereyim. Bir ince kule var, orası Beyazıt Kulesi. Sağdaki Süleymaniye Camii. Galata, arkada Fatih de görünüyor ama sistem görünmüyor. Çok az gözüküyor ama yani belli ediyor kendini. Silüet hemen. Wir sind hier in den Gebetsraum. Hier kann man sich waschen. Ist richtig schön gemacht. Hier haben wir unseren Gebetsteppich. So, unser Sherbet ist auch da. Sherbet ist ein Süßgetränk von den Osmanen. Das ist auch alles ohne Konservierungsstoffe oder Zusatzmittel oder sonstiges. Auch alles eine Originalrezeptur von den Osmanen. Ich liebe es hier, das zu trinken. Sehr schmackhaft. Probiert ruhig verschiedene Sorten aus. Ihr werdet bei keinem was falsch machen. Ich sag doch, dieser Laden, eine 10 von 10. Mein Favorit ist Miski Amber. Das ist so Apfel-Granatapfel-Mischung. Schmeckt richtig gut. Die gelben sind etwas säuerlicher, falls jemand von euch etwas Süßes mit saurem Geschmack haben will. Du musst die Zahn noch aufmachen. Ich nehme mir ein Zitronen bei Schmick. Zitronen bei Schmick. Perfekt. Freunde, wir sind auf Semi seine Empfehlung bei Cinnabon. Wir probieren hier Zimtschnecken. Probier jetzt mal eine. Was mir nicht gefällt, ist schon mal Plastikbesteck. Das ist warm. Ich probiere mal hier Classic noch. Classic. Schmeckt gut, gefällt mir. Für einen kleinen Zwischenstopp 7 von 10. Die sind hier berühmt für ihre Zimtschnecken in verschiedenen Sorten. Probiert gerne mal mehrere aus. Und auf Sie. An unserem letzten Abend lassen wir uns jetzt gut gehen.
Wir haben unsere Getränke. Vergiss nicht, an dieser Stelle uns zu abonnieren. Unterstützt uns dabei. Kommentiert das Video. Wir müssen den Algorithmus mal knacken. Das geht nur zusammen. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Bis dann.